So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Ich will eigentlich nur kurz eine kleine Runde spielen. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, ich werde mir... Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Aber ich werde mir nochmal Azazel schnappen. Und hoffe, dass wir irgendwas in den Devs erreichen, was diese zusätzliche Tür angeht. Das wäre jetzt im Moment mein Ziel. Ich werde jetzt also nicht großartig irgendwo anders hin zielen, ne? Kann da natürlich sein, dass man dadurch einen potenziell guten Run, ja, so ein bisschen... Oha. 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 Das ist natürlich schon mal ein guter Start, ne? Oh mein Gott. Einen potenziell guten Run. Ach, jetzt bin ich wieder am Überlegen. Ich weiß halt nicht. Meistens war es ja so, wenn man einen Boss besiegt hat, musste man nochmal hingehen. Musste... Nee, komm. Ich will schnell sein diesmal. Musste man nochmal hingehen. Und dann ging es eine Stufe weiter. Ich weiß nicht, ob ich nochmal zu Mother muss und es geht dann da weiter. Oder ob es jetzt halt in diesen Devs weitergeht, weil wir ja diese komische Tür da freigeschaltet haben. Diese Tür irritiert mich einfach. So, ich weiß nicht, ob das die Tür ist, die ich letztes Mal... Oh, da wollte ich nicht rein. Ob das die Tür ist, die ich letztes Mal gesehen habe oder nicht. So, das weiß ich einfach nicht. Ich will einfach ganz normal mal in die Devs kommen. Beziehungsweise, gut, es kann natürlich auch das andere dann sein, wenn es nicht Devs ist, ne? Das kommt dazu. Ich weiß, ich habe jetzt nicht PhD gekauft. Ich hätte PhD kaufen können, ich habe es nicht getan. Don't blame me. Ich will, wie gesagt, mal ein bisschen flott hier unterwegs sein. Einfach auch, um mir mal sie wieder selbst zu beweisen, dass ich das noch kann. Lul. Vielleicht kriegen wir auch einen Hush-One. Habe ich mit Azazel schon Hush? Sehe ich das irgendwo? Was ist denn das alles? Was habe ich denn da alles? Okay, lass mich mal ganz kurz durchgehen. Sind diese Knubbel da unten? Ist das Hasch? Oder was ist das? Das ist doch niemals Hasch. Also, das Herz ist, ja, eben warm. Das Symbol ist Greed, dieses Geldsymbol. Die beiden Kreuze sind, Kathedrale und unten. Und dann haben wir Chest und Darkroom. Dann haben wir Mega... wer ist der? Mega-Satan, glaube ich. Und dann haben wir den Boss-Wash. Und dann ist das andere... Das könnte Hush sein. Ah, dann haben wir Delirium... Ja, klar. Delirium habe ich mit noch überhaupt niemandem. Muss ich für Delirium... Oh Gott, muss ich für Delirium... Okay, aber das Baby hatten wir auch noch nicht. Also was natürlich auch cool ist, ist, wenn wir jetzt Items sammeln, die wir noch nicht hatten. Dann ist der One auch schon was wert. Aber so könnte es jetzt praktisch ein One sein, der... Oha. Der relativ... Ja, aber das ist auf jeden Fall neu. Könnte jetzt ein One sein, der relativ useless ist. Wir werden sehen. Ich weiß halt nicht, ob man... Also, man müsste als Spieler doch so ein bisschen von selbst auch drauf kommen, wie es weitergeht oder nicht, oder doch? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte so viele Sachen jetzt wieder hier machen. Ich hätte mir PhD kaufen können. Hätte ich mir noch nicht kaufen können, weil ich noch nicht genug Geld hatte. Das kommt natürlich noch dazu. Ne? Aber ich will einfach mal jetzt einen fixen One spielen. So. Ich weiß auch, dass da ein blauer Stein war. Ich habe aber keine Bomben und ich... Na gut, komm. Wir spielen ganz kurz den Raum da hinten. Vielleicht kriegen wir eine Bombe. Wenn wir keine Bombe kriegen, habe ich es zumindest versucht. Nein, ich werde jetzt nicht hier irgendwie... Ja, das ist nicht die Bombe, die ich wollte. Oh, ja, nee, da kommt jetzt auch nichts Brauchbares raus. Also es ist komplett bescheuert, sich hier aufzuhalten, wenn man sagt, man will Bosswasch gehen, ne? Ich glaube, ich muss ich für Delirium Bosswash gehen oder reicht für Delirium schnell genug zum Herz zu kommen? Ich glaube, man muss mit 30 Minuten zum Herz kommen für Delirium. Nee, Quatsch, Delirium kommt nach Hush.
Und für Hasch muss ich nach 30 Minuten zum Herz kommen, oder? Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Vielleicht frischen wir einfach mal unser Wissen ein bisschen auf und rennen mal eine Runde zu Hasch. So, das ist vielleicht auch schon eine gute Idee. Ich glaube nicht, dass... Ach Gott, das wird so furchtbar. Vor allem, wenn ich jetzt so zu Hasch gehe, dann bin ich ja doch wieder nicht gut genug ausgerüstet. Oh, aber man muss ja schnell hinkommen. Man muss ja schnell sein. Ich kann mich ja nicht 3 Jahre aufhalten. Ach, keine Ahnung. Wir werden sehen, was passiert. Im Moment hoffe ich jetzt erstmal auf den Engelraum. Deswegen bin ich ja auch gerade nicht in den Satanraum gegangen. Ihr kennt das Spiel. Ich kenne das Spiel mittlerweile auch. Oh, guck mal. Wen wir hier haben. Das ist natürlich sehr praktisch, weil wir mit roten Herzen eh nichts anfangen können. Sollten die also irgendwo droppen, dann können wir uns bedienen. Also dann bedient er sich. Hat er auch recht. Heißt, wenn jetzt rote Herzen droppen, ist das sogar ganz gut. Das ist kein rotes Herz. Okay. Da kannst du schon mal futtern, Kollege. Ah, ich... Also mein Tiersap ist noch nicht so sonderlich hoch, deswegen dauert es 3 Jahre, bis das Brimstone auflädt. Das ist natürlich nicht so cool. So, noch irgendwas gespawnt? Nein, dann Boss. Wahrscheinlich bin ich jetzt viel zu schnell oder so, keine Ahnung. Okay, Engelraum hat funktioniert, Herz hat funktioniert, gib mir auch ein... Okay, eine Karte. Ja, okay. Okay, wenn wir jetzt The Fool haben, gehe ich noch schnell in den Stachelraum, nachdem wir im Engelraum waren. Sehr schön. Na, das sieht doch nach was aus. Dann gehen wir noch ganz fix in den Stachelraum. So viel Zeit ist schon. So viel Zeit ist schon. Der ist ja gleich hier drüben. Wenn wir schon The Fool ziehen, dann gucke ich hier auch einmal fix vorbei. Jetzt haben wir Algis. Algis war, glaube ich, genau, war Resistance, richtig. Ach so, aber... Ah, ja, scheiße. Ja, nee, komm. Ach ja, ich habe ja Holy Shield eingesammelt. Ich habe jetzt hier einen Hit pro Raum. Ja, ihr hättet mich schon wieder geschlagen, ne? Ich weiß, ihr hättet mich jetzt schon wieder böse geschlagen. Wenn ich, Dings gemacht hätte. Wenn ich das jetzt nicht mitgenommen hätte, wenn ich gesagt hätte, ich muss mich ja mit Fool raus teleportieren und nehme ich Algis nicht mit. Na, das wäre es gewesen. Ich kann es ja problemlos mitnehmen, weil ich ja eben die Dings habe. Das Holy Shield. Ich habe jetzt ja einen Treffer. Habe ich ja beim Dings gerade eingesammelt. Das heißt, ich kann jetzt jeden Stachelraum besuchen. Oh, wow. Okay. Risiko. Okay. Risiko. Okay. Nichts Schlimmes. Und Puberty. Ach, Puberty. Holy Shield wollte ich sagen. Rette mich. So, zack. Und tschüss. Oh, nice. Wir haben noch kein Spacebar-Item. Nehmen wir mit. Oh. Da habe ich nicht aufgepasst. Wäre es fast schief gegangen. Okay, das Feuer interessiert mich nicht weiter. Das Ding interessiert mich auch nicht weiter. Den Türstopper. Ja, okay. Ja, gut. Bedien dich. Bedien dich. Nee. Halt. Pille testen. Okay. Weiter geht's. So, ich darf eigentlich von meinem Tempo nicht abweichen, ne? Ich muss hier ein bisschen fixer durchkommen jetzt. So. Hier geht's weiter. Jeder Raum, der weiterführt, ist ein guter Raum. Jeder Raum, der eine Sackgasse ist, kann eigentlich direkt wieder nach hinten verlassen werden. Yo, unser Damage ist... Unser Damage wird gut. Unser Damage wird richtig gut.
Dafür ist der Türstopper eigentlich voll gut für so einen schnellen Run. Ist der Türstopper voll gut, weil man einfach Räume verlassen kann, die einem nichts bringen. Und der hat mich jetzt nur zum Shop gebracht und da will ich aktuell überhaupt nicht rein. Nice. Nee, nix für mich. Tschüss. Und weiter im Programm. Das machen wir jetzt mal so. Wozu haben wir es denn? Ich werde mich schon nicht selber sprengen. Schön. Gather Round. Jetzt weiß ich nicht. Ja. Friendship Necklace. Ach, das ist, dass die um mich rum sind. Okay, dann nehme ich über das Ding weiter mit. Hab schon verstanden, was das Ding macht. Brauche ich nicht. Na, dann sind die Viecher, die Viecher um mich rum, hat man gerade gesehen. Die kreisen dann um einen. Kann man, ist in Ordnung. Hätte ich jetzt mitgenommen, wenn ich nicht ein anderes Trinket schon hätte. Aber in dem Fall bin ich mit dem, was ich habe, schon ganz zufrieden, muss ich zugeben. Da wäre ein Würfelraum gewesen, habe ich gesehen. Aber ich bin auch hier recht zufrieden mit allem. Na, passt schon. Turf Diamonds. Oh, jetzt wird's. Ich lasse mal Elgis liegen und ich hoffe, ich denke dran, dass ich es mir nachher wiederholen kann. Sonst wird's ein bisschen kritisch. Nicht treffen lassen, aber mach den Raum jetzt, Kollege. Mensch. Ach, komm. Ach, wisst ihr was, ich... Alter, ich... verliere hier Zeit an diesem Schwachsinn. So, ich hole mir Algis wieder, ich setze Turf Diamonds ein. Ist mir jetzt egal, dann habe ich halt 20 Münzen und es könnten mehr sein, ich weiß, aber ich will ja schnell durch. Okay, wir machen erstmal den Boss. Ja, dann machen wir doch gleich Destruction. Dann können wir mal gucken, ob hier irgendwas Brauchbares noch rumfliegt. Wurf, Klaps, zack, weg damit und Boss. Ich weiß, wir müssen noch den Item aus. Den Itemraum möchte ich schon noch besuchen. So ist es nicht, ne? Der Itemraum ist schon noch mein Anliegen. Nein, oh mein Gott, den habe ich ja zerlegt. So, jetzt ist da diese Tür aufgetaucht. Aber ist es die Tür, die ins Mausoleum führt, oder ist es eine andere Tür? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Es müsste die Tür sein, die ins Mausoleum führt, ne? Das werden wir gleich feststellen, wenn wir Schaden an der Tür nehmen. Also das muss ich kurz testen, weil dafür bin ich im Prinzip da. Keine Ahnung. So. Jetzt habe ich einfach irgendwas gekauft, keine Ahnung. Alles drauf. Ich will noch schnell den Itemraum. Ich will noch schnell den Itemraum. Wir sind bei 11 Minuten, alles gut. Kriegen wir easy hin. Kriegen wir easy hin. Hier geht's nicht weiter. Oh, das ist so eine Verbindung. Okay. Ha, perfekt. Ach so. Oh, komm. Schön, 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 schön. Sot Speed Up, wollte ich gerade sagen. Oh ja, okay, alles klar. Gönn dir, Kollege. So, mehr Bomben ist in Ordnung. Ach, das Ding, was ich eingesammelt habe, lädt mein Teil so ein bisschen weiter, glaube ich, auf pro Gegner, den ich besiege. Ich verstehe, ich verstehe. So, jetzt werde ich wahrscheinlich kurz Schaden nehmen. Ja, das ist einfach der Weg hier rein. Aber ist das jetzt... Wir probieren es aus. Ah, dann lande ich jetzt aber in Mausoleum 1. Okay. Oh, das war jetzt doof. Null. Ah, dann lande ich jetzt in Mausoleum 1. Will ich ja eigentlich gar nicht. Ich verstehe.
Das heißt, man kommt von Nekropolis 1 in Mausoleum 1. Oh, ach, das ist mein Space-Item wird nochmal ausgelöst, okay. Habe ich das jetzt auch gelernt? Oh, da ist jetzt ein Huf, aber den Huf nehmen wir nicht mit. Wir sind eh schnell genug, das passt schon. Ah, das war jetzt wieder dumm. Hier will ich eigentlich jetzt verliere ich hier Zeit. Ah, das war wieder dumm. Aber das ist nicht die, also das ist jetzt nicht diese, was ist denn dann diese neue Tür? Das, ich bin verwirrt. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden mit die Tür sind Devs aufgetaucht. Keine Ahnung. Bin wie gesagt verwirrt. Lasst mich bitte verwirrt sein, danke. Sehr freundlich von euch, dass ihr mich verwirrt sein lasst. So, du machst bitte keinen Brimstone in mich rein. Passt. Nein, something is not wrong. Alles gut. Es ist alles gut. Oh Gott, habe ich gar nicht gesehen, was ich... Ah, wenn ich das jetzt ausgelöst hätte. Da wollte ich überhaupt nicht rein. So, mach Abflug. Du machst auch einen Abflug. Runter. Ich hoffe, wir laufen zum Itemraum und gleichzeitig zum Boss. Das wäre schön. Nee. Aber das war der Treffer, den ich haben kann. Da gibt es eine neue Pille. Komm, Balls of Steel. Das ist auch in Ordnung. Ha, Itemraum. Sehr gut. Sehr schön. So, Itemraum. Zack. Da gönne ich mir das Ding, bevor ich irgendwas anderes komisches mitnehme. Wo geht's denn weiter? Da nach unten geht's weiter. Alles jetzt dumm. Jetzt muss ich mich aber echt schicken, dass ich schnell genug zu Mom komme. Wird sonst ein bisschen kritisch mit... Ich weiß halt nicht, muss man den Boss waschen? Nee, ich glaube, man muss nicht den Boss waschen, muss man nicht zwingend machen. Ich glaube, das ist eher so dieses... Ich glaube, das machen wir so. Ja, das hat jetzt nicht so viel... Na, wobei... So, hier, bedien dich, Kollege. Der Kollege hat sich bedient und mir nichts Brauchbares gegeben. Okay, Boss. Sehr schön. Das Schöne ist halt, dieser eine Treffer, den man haben kann, das ist wie mit Lost spielen. Ne? Das ist wie mit Lost spielen. Das hat schon was. Oh ja, okay, alles klar, Kollege. Alles klar. Habe ich verstanden, dass du hier bist. Schauen wir mal, was Azazel zu dir zu sagen. Aua. So, ich muss jetzt aufpassen, wenn er sein... Blöde, seinen blöden Feuer. Oh Gott, ich mach keinen Schaden. Ich mach nicht genug Schaden. So, machen wir mal hier. Treffe ich ihn vielleicht ein paar Mal. Aua. Erst trifft er mich. Oh Gott, jetzt hier kriege ich, krieg ich jetzt ordentlich aufs Maul. Ja. Oh shit. Oh Gott, das. Oh Gott, das ist. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist ein böser Nachteil vom Türstopper. Oh mein Gott! Ach du Schande! Das ist ein ganz böser Nachteil. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass das passieren kann. Oh Junge! Das hat mir jetzt nochmal richtig... Oh, okay. Aber ich krieg sämtliche Herzen zurück. Was hab ich? You unlock Gehenna? Ich habe was freigeschaltet. Wir haben nichts umsonst gespielt. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe Gehenna freigeschaltet. Hieß irgendwas bei Dings nicht auch Gehenna? Hier bei diesem Logikspiel mit dem Roboterviech. Oh Gott, wie hieß denn das Spiel? Das habe ich auch ganz lange gespielt, jetzt habe ich es vergessen. Road to Gehenna hieß der DLC dazu. Ja, das war Gehenna. Road to Gehenna oder Gehenna oder wie auch immer. Ich habe auch gelesen, ich spreche Esau falsch aus. Ich habe den irgendwie französisch ausgesprochen, also sage ich halt Esau. Ist auch in Ordnung. Jo, wir sind einfach in Gehenna 2. Okay, alles klar. Neue Ebene. Neue Ebene. Ja, moin. Ja, was ist das denn? Wir sind einfach in Gehenna gleich gelandet. Also ist das nochmal eine Ebene, die... Also praktisch das... Nochmal nach Mausoleum eine zweite... Dritte Ebene. Jo, das ist sick.
Warum gönnst du mir keine blauen Herzen und nur Karten? Okay, Emperor ist nice, aber ich will eigentlich ja... Ich will ja eigentlich noch den Itemraum und ich will ja eigentlich Algis mitnehmen und... Ah, jetzt habe ich nichts mehr. Ja, okay. Hätte ich dahin bringen können, weiß ich. Wir schauen mal, dass wir hier möglichst schnell... Oh mein Gott, was ist denn das für ein... Yo, was ist denn das für eine Ebene? Hier sind alles so Satan drauf. Technisch, Ding ist... Ja, okay. Ist dann hier eigentlich die normale Mom oder ist hier vielleicht was anderes? Aber wir werden es rausfinden, schätze ich. So, friss mal. Ja, das ist, was ich wollte. Genau das ist, was ich wollte. Wir behalten weiterhin Algis. Okay, das ist auch in Ordnung. Da können wir ganz kurz einmal durchwuseln. Alles klar. Das ist nicht so ganz, was ich wollte. Okay, da war ein blauer Stein. Den habe ich gar nicht realisiert. So hat man den dann auch mal mitgenommen. Okay, ich muss die Dinger erledigen. Alles klar. Und dann die Dinger. Eigentlich könnte ich ja wirklich darauf spielen, dass ich ja einen Hit habe pro Raum. Das heißt, ich könnte eigentlich eine Sache einfach mir krallen. So, zack und weg. Okay, hier geht's einfach weiter. Ich bin ganz ehrlich, wenn wir jetzt nicht den Itemraum finden, sondern direkt den Bossraum, dann gehen wir halt zum Bossraum. Ich glaube, die Zeit habe ich nicht mehr für den Itemraum. Ich glaube, die Zeit habe ich einfach nicht mehr. So blöd das ist, wenn ich mir das so angucke, dann kommen wir hier... Ja, okay, dann ist es so. Dann ist es so, kein Itemraum für mich. Riss nochmal. Und dann Abflug. Okay, es ist Mom. Oh, das war blöd. Aua. Okay, ist aber schon eine spezielle Mom. Aber oh mein Gott, was hat mich getroffen? So, ciao. Okay, so, Polaroid. This. Da komme ich nicht rein, weil ich das Messer nicht habe. Da komme ich rein. Das kann ich einfach mitnehmen, das bringt mir die Dinger. Das ist cool. Dann wollte ich... Nee, ich wollte gerade sagen, machen wir hier kurz einmal, aber dann ist nachher noch die Tür dazu. Will ich nicht. So, den VIP brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Okay, ganz ehrlich, das ist mir gerade viel zu useless. Dann gehen wir schneller weiter. Ich muss den nicht spielen, ne? Ich muss den nicht spielen für Hush. Sehe ich das richtig? Ich glaube, ich sehe das richtig. Aber wir haben eine neue Ebene freigeschaltet. Ich weiß nicht ganz, was sie mir nützen soll. Aber wir haben eine neue Ebene freigeschaltet. Das ist doch auch... Oh, ich habe nicht gesehen, wo ich hinlaufe, aber es passt, weil ich habe ja eh einen Hit hier frei. Ich gucke zu wenig auf die Karte, wo ich hinlaufe. Aber, dass ich aus dem Raum einfach vorhin rausgelaufen bin. Das ist ein bisschen Löcher. Das sind einfach Löcher. Dass ich aus dem Raum einfach rausgelaufen bin, das war es wirklich komplett. Also. Das war mit der größte Schwachsinn überhaupt. Ah ja, wir können hier mal gucken, ob wir irgendwas Sinnvolles aufsprengen. Nö. Aber hier oben geht's weiter. Okay, das können wir mal einsetzen. Vielleicht finden wir den Raum auf Zufall. Oh, hier geht's nicht weiter. Dann können wir hier auch rausgehen. Tschüss. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ach, das ist... Hä, was ist das denn? Wavy Cap. Tears up a mind-changing experience. Was? What? Oh, okay. Sehe ich das jetzt richtig, dass das immer wieder ein Tears abgibt? Und dafür ein Speeddown oder was? Immer wieder oder wie? Keine Ahnung. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Also das Tears up ist gut. Aber scheinbar kann ich das immer wieder einsetzen. Ich lese den Pilz mal ganz kurz. Ich will wissen, ob ich das immer wieder einsetzen kann. Weil dadurch, dass ich jetzt ja so ein Viech hab. So. Wavy Cap.
Every time you use Wavy Cap, it gives 0,75 Tiers up and minus 0,03 Speed down. Das ist also relativ wenig, das Tiers down. Also when used, this item will distort the screen and sound slightly, stacking every time you use it. All of these effects stack for the rest of the floor. If used too many times, the screen will be distorted so much it becomes unplayable. Oha! Ah, verstehe. Wenn ich es zu oft mache, kann ich nicht mehr sehe ich nichts mehr. Jeden Raum, den man auslöst. Okay. Klingt. Ich glaube, ich bleib bei meinem Buch, I guess. Weil ich werde es eher nicht einsetzen, wenn ich dann nichts mehr sehe. Ja, das geht. Das ist echt nicht gut. Das ist echt nicht so der Effekt, den ich bestellt habe. Nee, das ist nicht gut. Dieser eine kleine Gegner macht mich jetzt hier noch kaputt. Das ist nicht, was ich wollte. Mein Gott, wo ist der Typ? Jetzt ist es ein Gegner, alle anderen haben wir schon weg. An den einen komme ich jetzt nicht mehr ran. Wo ist er? Da. So, tschüss. Ganz schnell wieder mein Buch holen. Ganz gruselig. Ganz gruselig, die Geschichte hier. Da kriege ich jetzt schon Kopfschmerzen von dem Müll. Also, sorry, da habe ich jetzt richtig reingehauen, was den Schaden angeht. Also meinen Schaden. Das war nicht gut. Komm, Balls of Steel. Okay. Dann kann ich auch leben. Aber dann kann er mir wieder neues Futter geben. Aber das war jetzt... Das war jetzt richtig böse, das Ding einzusammeln. Aber was soll's. Oh, hier geht's auch nicht weiter. Scheiße. Nein, bleib bei... Aber oh, jetzt haben wir ein böses Problem. Jetzt haben wir itemtechnisch ein ganz böses Problem. Geht's hier unten? Oh, ich hätte hier unten weiter gemusst. Scheiße. Nein, jetzt werde ich viel zu oft. Oh, jetzt bin ich aber auch schon wieder. Der Raum gerade hat mich jetzt schon wieder so demotiviert, ne? Ah, das war jetzt wieder alles scheiße. Das war jetzt echt scheiße. Das war jetzt richtig scheiße. Alles ist okay. Wir haben ein neues Item kennengelernt. Wir haben eine neue Ebene freigespielt. Ich würde sagen, das ist okay. Hätte besser laufen können. Aber es ist okay. Tschüss. So. In dem Raum brauche ich gar nicht weiterspielen. Tschüss. Wir müssen jetzt aber weiterkommen. Oh Gott, furchtbarer Raum. Können wir irgendwie an denen einfach vorbeikommen? Sehr schön. Okay, ich habe so viele Bomben. Was gibst du mir für Bomben? Was wird es? Was machst du? Was kannst du so? Du frisst einfach nur Bomben. Du machst gar nichts mit Bomben. Wow. Du gönnst ja richtig. Okay, er gönnt richtig. Damit kann ich arbeiten. Noch einer davon? Ja, jetzt haben wir ihm genug Bomben gegeben. Das war ein Treffer, das war nicht gut. Jetzt darf ich keinen Treffer mehr kassieren, sonst wird's blöd. Komm, Balls of Steel. Ach man, ich krieg keinen Balls of Steel mehr. So. Ich muss ein bisschen auf. Okay, ich gehe mal auf Elgis. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, hier schon auf Elgis zu gehen. Aber ich würde gern die Runde überstehen. Cool. Ich hätte die Runde fast nicht überstanden. So. Hier, Kollege. Ein Herz für dich. Magician. Okay. Nützt mir nicht viel, aber kann man mitnehmen. So. Und der Weg zu Hush ist aber offen. Das ist, was ich wollte.
Jetzt muss ich hoffen, dass ich hier noch ein paar sinnvolle Items bekomme, weil wenn ich so mit der Energie, die ich jetzt habe, zu Hasch gehe, ja, dann gute Nacht. Dann gute Nacht. Was ist denn da jetzt sinnvoller? Das Blue Baby erscheint mir jetzt nicht so sinnvoll. Was ist das andere? Diese flache. Ist es, dass die Tränen... Normalerweise, ich glaube, das macht doch meinen Tears irgendwas. Das macht doch mit meinen Tears irgendwas. Genau, Lost Contact. Alle Tränen haben jetzt einen Schild. Allowing them to block any enemy projectile. Nützt das was mit Brimstone? Ich meine, das Blue Baby ist jetzt auch nicht gerade der Knaller schlechthin. Oh, aber wie viel habe ich denn schon? Ah, ich könnte in Richtung Conjoint-Transformation gehen. Weiß nicht, ich glaube, ich habe schon ein anderes Baby, das Eisbaby. Das ist doch bestimmt auch für Dings. Bin mir nicht sicher. Ja, keine Ahnung, was jetzt davon besser ist. Wenn ich halt wüsste, dass dieser Schild... Komm, wir probieren es aus. Keine Ahnung. Ist da jetzt so ein Schildeffekt dabei? Keine Ahnung, wir werden es sehen. Money is power. Ich habe halt nicht so viel Money, also es nützt mir nichts. Dann nehme ich das mit. Nützt mir zwar auch nicht so viel, aber ja. Ja, ne? Empress kann ich mit reinnehmen. Bench kann ich vorher einsetzen. Nützt mir... Ah, ne, vorher ist Quatsch wieder. Okay, das ist schon mal besser als der Türstopper. Oje. Oje, ich gehe doch nicht mit zwei Herzen da rein. Na gut, ich gehe mit drei Herzen da rein. Ich bin so tot. I am so dead. Aber wenn, dann nehme ich eher die Empress mit rein. Ja, das wird nix. Das wird nix, aber ist jetzt auch wurscht. Ist jetzt auch wurscht. Wir haben was freigeschaltet, das passt schon. Ja, da ist mein Hit schon weg. Habe ich gut gemacht. Aua. Oh Gott. Ach, ich wollte ja Dings einsetzen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, jetzt ist es zu spät. Ja, okay. Alles klar. Sollte auch nur ein kurzer Run sein. Ich wollte ein bisschen was rausfinden zu dieser Tür. Jetzt haben wir dieses Gehenna-Ding freigeschaltet. Aber das scheint mir auch einfach nur erstmal eine neue Ebene zu sein. Weiß nicht, ob man dann in Gehenna, wenn man da dann durch die rote Tür geht, nochmal mehr erreichen kann. Das ist das Problem, man muss so viel ausprobieren, um Sachen rauszufinden. Dafür muss man erstmal den kompletten Run spielen. Vielleicht wäre es am Ende doch schlauer, ich spoilere mich in die Richtung, was ich tun muss, dass ich gezielt spielen kann. Und nicht 3 Millionen Parts jetzt habe zum Ausprobieren. Bin mir noch nicht so sicher. Wahrscheinlich sollte ich jetzt nochmal mit Azazel zu Mother gehen und wahrscheinlich geht es jetzt nach Mother weiter. Ich hoffe, dass das zumindest richtig ist, weil so war es halt bei den anderen Sachen auch. Einmal war der Run bei Satan zu Ende und dann das nächste Mal ging es dann weiter in den Dark Room. Vielleicht muss ich einfach nochmal mal... Ich weiß es halt nicht. Ha. Ich werde mir was überlegen. An der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss.